Ich muss jetzt schon mal vorab sagen, dass es sehr weird für mich war, dieses Video zu produzieren. Denn heute geht es um eine Gaming-Tastatur, auf die ich erst total gehypt war, die mich dann aber irgendwie an einigen Stellen doch sehr stark enttäuscht hat. Und warum das so ist, ich glaube, das schauen wir uns jetzt mal an. Brechen eure Frames auch immer ein, weil euer Toaster beim Zocken zu warm wird? Dann solltet ihr mal Cryonaut Extreme von Thermal Grizzly probieren und bitte nicht aufs Toast, sondern auf die CPU schmieren. Das ist nämlich extrem leistungsstarke Wärmeleitpaste, die durch eine kleinstmögliche Teilchengröße mikroskopische Unebenheiten ausgleicht und so für bessere Wärmeleitfähigkeit sorgt. Einige werden diese Gaming-Tastatur hier schon mal gesehen haben, andere wahrscheinlich noch nie was von ihr gehört haben. Die Mountain Everest Max. Und ja, Mountain hat nicht unbedingt die Reichweite von Razer, Corsair oder Logitech, aber es ist ein neues deutsches Gaming-Brand. Und grundsätzlich finde ich sowas erstmal gut, denn wie viele andere kleine deutsche Hersteller, unter anderem Nifter und Dornfinger, versuchen sie darauf zu hören, was die Community braucht und will. Und da können dann auch innovative Produkte bei rumkommen. Beispielsweise die Gaming-Maus, die Mountain Makalo 67, hat es echt in meine Top 5 Gaming-Mäuse geschafft dieses Jahr. Einfach, weil sie enorm viel richtig macht. Das ist der absolute Wahnsinn. Und Mountain an sich hat mich schon als kleines Startup 2020 angeschrieben und gefragt, ob ich mir das Teil schon mal vor dem Launch ansehen möchte. Damals hatte ich leider keine Zeit, fand die Tastatur aber schon mega interessant. Jetzt bin ich endlich dazu gekommen und ich bin ehrlich, ich war schon ein bisschen gehypt auf dieses Teil. Und warum, das schauen wir uns jetzt mal an. Die Verpackung ist schon mal der absolute Wahnsinn. Hochwertig, mehrere Fächer für die einzelnen Teile des Boards und packt man alles aus, dann fällt einem erstmal auf, wie viel da wirklich dabei ist. Die Mountain Everest Max ist nämlich die modularste Gaming-Tastatur, die ich jemals gesehen habe. Der Kern dieses Gaming-Bretts ist nämlich eigentlich eine stinknormale TKL-Tastatur. Für alle, die jetzt nicht so in dem Game drin sind, TKL steht für 10 Keyless, sprich der Nummernblock wurde hier weggelassen. Das macht die Tastatur dann natürlich etwas kompakter. Separat bekommt ihr aber auch noch einen modularen Nummernblock, den ihr, und das finde ich extrem cool, entweder links oder rechts platzieren können via USB-C, denn Mountain hat bei dem Kern für beide Seiten Anschlüsse. Auf dem Numdock selbst befinden sich dann noch zusätzliche Display-Keys, die mich aber enorm stark an das Stream Deck erinnern und die ihr euch natürlich auch komplett über die Software customizen könnt. Auch verdammt stark und ein geiles Add-on, das war es dann aber noch nicht. Als weiteres modulares Teil hat die Mountain Everest Max dann noch einen Media-Dock, auf dem einerseits die typischen Medientasten zu finden sind, andererseits aber auch noch ein Wheel, das haufenweise Möglichkeiten für unterschiedliche Einstellungen bietet und auch noch ein Display hat. Und das könnt ihr auch nach Lust und Laune rechts oder links platzieren. Zusätzlich bekommt ihr dann natürlich auch noch ein paar Kabel, um das Ganze mit eurem Rechner zu verbinden oder auch die modularen Teile via Kabel anzuschließen. Eine Handballenablage, die wirklich gemütlich ist, magnetische Aufsteller, um die Tastatur anzuwinkeln und auch noch ein paar Tools, um die Keycaps und Switches zu demontieren. Denn ja, wer jetzt gedacht hat, dass es das schon mit der Modularität war, der liegt falsch. Die Mountain Everest ist nämlich ein Hot-Swap-Board, das ihr mit euren eigenen Switches und selbstverständlich auch Keycaps bestücken könnt. Und das ist aus meiner Sicht ein Killer-Feature, bei dem jetzt der eine oder andere größere Hersteller bitte mal mitschreiben darf. Der Markt an Switches ist nämlich riesig und ich habe in letzter Zeit so viel ausprobiert, dass ich echt sagen kann, haltet, was das Thema angeht, auf jeden Fall mal die Augen offen, denn abseits der typischen Kyle, Gateron und Cherry-Schalter gibt es noch haufenweise Switches, die wirklich verdammt gut sind. Aber, und das sei auch angemerkt, das Teil ist nur kompatibel mit 3-Pin-Switches. Für 5-Pin müsstet ihr also welche klippen. Aber bis jetzt klingt das doch alles wahnsinnig gut, oder? Ja, das tut es auf jeden Fall. Und genau aufgrund dieser nicht endenden Feature-Liste war ich total gehypt auf das Keyboard. Mit der Verarbeitung overall bin ich eigentlich auch zufrieden. Der gebürstete Aluminium-Body wirkt sehr hochwertig, aber es gab zwei Dinge, die mich extrem gestört haben. Das erste ist, die Mountain Everest Max kann man nur mit Cherry MX
Switches bestellen, was ich wirklich schade finde, einfach weil sie doch schon mit dem Fuß in der Tür zum Custom-Tastatur-Game stehen und man auf der Webseite auch noch andere Schalter bestellen kann. Versteht mich nicht falsch, ich bin definitiv Fan von Cherry Switches, aber hier hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Vielfalt gewünscht. Ich habe übrigens hier die Version mit den Cherry MX Speed Schaltern, das ist so aus der Auswahl, die sie haben, mein größter Favorit. Das ist aber eher ein kleiner Kritikpunkt. Schlimm finde ich hier die Keycaps, um nicht zu sagen, eigentlich katastrophal. Das hier ist eine Tastatur, die zumeist um 250 Euro kostet, was für eine Gaming-Tastatur echt schon das obere Ende der Fahnenstange ist. Die Keycaps sind hier aus meiner Sicht dem Ganzen aber in keiner Weise angemessen. Es sind, wie ich finde, extrem schlechte und billige ABS-Tastenkappen, die fürchterlich schnell speckig werden. Ich meine, schaut euch einfach mal meine Fingerabdrücke auf der Leertaste an und dann nutzen sich solche Keycaps auch ungemein schnell ab. Ich hatte auch schon den Fall, dass die Schrift auf WASD kaum mehr zu lesen war. Und das ist bei einer 250-Euro-Tastatur aus meiner Sicht ein absolutes No-Go. Und auch das Argument, dass jemand, der sich eine 250-Euro-Tastatur kauft, noch die 30 Euro für Keycaps übrig hat, was ich bei anderen Reviewern gesehen habe, zieht hier aus meiner Sicht absolut nicht. Für den Preis muss eine Gaming-Tastatur den Goldstandard erfüllen. Corsair und sogar Razer verbauen bei ihren Konkurrenz-Keyboards mittlerweile nur noch PBT-Doppelshot-Keycaps. Und die Keycaps von Corsair gibt es sogar einzeln zu kaufen. Ich habe jetzt einfach für den Vergleich mal welche drauf gemacht, eine Kombination aus Weiß und Schwarz. Die kosten im Set auch nur 30 Euro und sind aus meiner Sicht das Geld absolut wert. Der Grund, warum ich auf diesem Punkt so rumhacke, ist, auf der Mountain Homepage könnt ihr sogar PBT Doppelshot Keycap Sets kaufen. Warum dann also genau diese ABS-Tastenkappen? Ein kleiner Punkt, den ich aber auch noch erwähnt haben möchte, sind die Medientasten und die Makros mit dem Display. Denn der Druckpunkt fühlt sich irgendwie an wie von einem Play-Button eines CD-Players von 1998 und das hätte ich auch nicht so erwartet. Das ist aber aus meiner Sicht jetzt keine große Sache. Und der letzte Kritikpunkt ist, dass die Tastatur bei mir erst im BIOS nicht erkannt wurde, was ich sehr schade fand. Das konnte ich aber durch ein Firmware-Update beheben, also da ist alles cool. Sonst sieht das Teil auf dem Schreibtisch aber wirklich verdammt gut aus. Die RGB-Beleuchtung macht natürlich einiges her und die könnt ihr euch wie viele andere Dinge auch noch über die Basecamp-Software von Mountain einstellen, die tatsächlich auch einen erstaunlich guten Eindruck auf mich gemacht hat und nicht so wirkt, als hätte man hier auf eine billige OEM-Software zurückgegriffen. Vor allem die Einstellungen, die ihr mit den Makrotasten machen könnt, also Windows-Funktionen, irgendwelche Programme drauflegen und auch noch eure eigenen Bilder, finde ich verdammt gut und auch das Media Wheel kann sich hier in Bezug auf die Einstellungen wirklich sehen lassen. Und auch wenn ihr wie ich der RGB-Sucht verfallen seid, könnt ihr hier jede Taste einzeln einstellen, also das ist schon wirklich gut und das auch noch auf haufenweise Profilen, die Software ist also von mir auf jeden Fall proofed. Für die Klang-Enthusiasten habe ich aber natürlich auch einen Soundtest gemacht. Achtung, der ist natürlich stark abhängig von den verwendeten Switches. Hier sind unbearbeitete Cherry MX Speedschalter drauf, also würde ich sagen, hören wir einfach mal rein. Aus meiner beschränkten Sicht kann ich sagen, ich finde, die Stabilisatoren klingen für ein Pre-Built-Keyboard wirklich gut. Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, ist der Ping relativ hoch. Da könnte man die Tastatur vielleicht ein bisschen modden, um das zu reduzieren, aber alles in allem finde ich den Klang eigentlich gar nicht so schlecht. Was kann ich jetzt aber abschließend sagen? Der Titel ist so gewählt, weil ich wirklich enttäuscht war, denn Mountain hat einfach gezeigt, wie viel Überlegung und Innovation in dieses Produkt geflossen ist. Das finde ich verdammt beeindruckend und da waren meine Erwartungen natürlich auch entsprechend hoch. Trotzdem ist der größte Kritikpunkt für mich wirklich, dass hier nur billige ABS-Tastenkappen zum Einsatz kommen, gerade für den Preis von rund 250 Euro. Und das ist aus meiner Sicht, auch wenn man ein Keycap-Set für 30 Euro nachkaufen kann, ein absolutes No-Go. Die Druckpunkte der Makro- und Medientasten, die kann man hier mal außen vor lassen, das finde ich gar nicht so schlimm, ist aber ein kleiner Kritikpunkt. Ich hoffe ganz stark, dass Mountain hier nochmal nachbessern wird, denn ich sehe nichtsdestotrotz sehr viel Potenzial in dem Hersteller, denn eines kann man dieser Tastatur nicht absprechen. Sie ist verdammt innovativ. Explizit empfehlen kann ich aus meiner Sicht auch das Mountain Everest Barebone, denn das ist wirklich nur das TKL-Board ohne Switches und Keycaps, bei dem ihr im Nachgang jedes Add-on, was ihr braucht, dazu holen könnt. Das Coole da ist aus meiner Sicht, dass ihr euch vor allem eure eigenen Switches draufballern könnt. Zusätzlich könnt ihr euch dann noch irgendwelche PBT Doppelshot Keycaps holen und habt aus meiner Sicht dann eine echt gute Tastatur. Eine Frage hätte ich aber an euch. Wenn ihr jetzt in der Produktentwicklung für eine Gaming-Tastatur sitzen würdet,
Welche Features würdet ihr implementieren? Das interessiert mich vor allem, weil ich glaube, dass in der Produktentwicklung von Mountain sich da irgendjemand ganz starke Gedanken gemacht hat, was für Features vor allem für Gamer interessant sind. Und ich denke, wenn da kreative Leute sitzen, dann kommen hier und da auch mal verdammt gute und innovative Produkte bei rum. Also schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.